Mein Zähler zeigt jetzt 0,11 Mikrosievert pro Stunde, aber das heißt nicht, dass die Gegend ungefährlich ist. Der Boden ist immer noch verstrahlt. Der Bus durchquert die Grenze zur verbotenen Zone. Willkommen in Tschernobyl. Touristen aus dem Ausland wollen den Ort sehen, an dem sich 1986 die schlimmste Reaktorkatastrophe in der Geschichte der Menschheit abgespielt hat. Ist das nicht ein bisschen seltsam, nach Tschernobyl zu fahren? Ja, das ist seltsam, aber weil es seltsam ist, wollten wir das wohl sehen. Tausende Neugierige kommen jedes Jahr nach Tschernobyl für 120 Euro pro Tag. Die Reisen sind von der ukrainischen Regierung genehmigt. Ein eintägiger Aufenthalt in der Todeszone ist dem Reiseleiter zufolge völlig ungefährlich. Vor Reaktorblock Nummer 4 ist die Strahlenbelastung mehr als 30 Mal so hoch wie gewöhnlich. Hier sind es etwa 3 Mikrosievert pro Stunde. Dieser schwedische Tourist ist extra in die Ukraine gekommen, um sich Tschernobyl anzuschauen. Zur Zeit der Katastrophe war er 16 Jahre. Er erinnert sich noch gut daran. Auch in Schweden hatten die Leute große Angst vor der Strahlung und ihren Folgen. Das ist ein wichtiger Teil der Geschichte, meiner Geschichte, der Geschichte von uns allen. Vom Kraftwerk aus geht es nach Pripyat. Der Ort mit seinen damals 50.000 Bewohnern wurde nach dem nuklearen GAU evakuiert. In der heutigen Geisterstadt ist die Zeit stehen geblieben. Kinderspielzeug und zahllose Gasmasken liegen herum. Die ganzen Sachen, die die Leute zurückließen, machen die Sache sehr real. Es war unbehaglich, in ihre Wohnungen zu schauen. Vielleicht war es zu früh. Vor der Abfahrt wird noch die Strahlenbelastung jedes Touristen gemessen. Diese Gruppe kann den Ort ohne Problem verlassen. Doch manche der Reisenden wollen die Kleidung wegwerfen, die sie getragen haben, auf diesem Trip nach Tschernobyl.